Es ist immer so eine Sache, liebe Schwestern und Brüder, mit den besonderen Tagen. Heute ist ein solcher besonderer Tag, der sozusagen nachgefeiert wird. Und nicht nur, dass er vom 1. auf den 3. Januar gewandert ist, sondern es hat eines zusätzlichen Druckes bedurft, eines Faszikels, einer Ergänzung für das Messbuch, damit dieser Tag, der früher ein Fest war, überhaupt vorkommt. Aber es ist auch jetzt nur ein halbes Fest. Das Fest des heiligsten Namens Jesu. Das ist natürlich ursprünglich verbunden mit dem 1. Januar. Wir haben das Evangelium am Neujahrstag gehört. Wenigstens das Evangelium ist stehen geblieben. 8 Tage darauf, als das Kind beschnitten werden sollte, sagt der Evangelist Lukas, wurde ihm der Name gegeben, der vom Engel kundgetan wurde. Jesus in der lateinischen Form. Jehoshua. Gott ist Heil, Gott schafft Rettung. Im Evangelium ist es noch angeklungen, das Fest, das man früher gefeiert hat, Beschneidung und Namensgebung. Es gehört im Judentum beides zusammen. Es ist irgendwie unerklärlich, dass das gleiche Konzil oder infolge des Konzils, dem die Beziehung zum Judentum so wichtig war, und da gab es wirklich auch einiges nachzuholen, das einzig durch und durch jüdische Fest in unserem Glauben abgeschafft hat. Und es ist bis heute abgeschafft. Der Oberrabbiner von Rom hat im letzten Jahr schriftlich noch einmal den Papst gebeten, doch dieses Fest, weil es eine Brücke darstellt, wieder einzuführen. Das ist das eine. Heute zumindest der Tag, als in der allgemeinen Angabe als nicht gebotener Gedenktag des heiligsten Namens Jesu. Dabei gilt hier, wenn es irgendwo gilt überhaupt, der Name ist Programm. Gott schafft Heil. Das ist im Neuen Testament in unzähligen Arten durchbuchstabiert. Wir haben eben eine Version gehört aus dem Mund Johannes des Täufers. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. So ist er angekündigt bei seiner Geburt. Er kommt, so heißt es im Matthäus-Evangelium, im Traum des Josef, er kommt, um die Sünden seines Volkes wegzunehmen. Diesen Namen erfüllt er. Und es ist der heilige Bernhard, der ja in dieser alten Tradition der Schriftauslegung, in dem man sich tief hineinbohrt in den Text, damit einem nun ja keine Kleinigkeit entgeht, aber keine Kleinigkeit der Bedeutung, nicht einfach des Buchstabens, wie das heutige Exegese tut und es dabei belässt, das ist zu wenig. Der sagt, es ist das erste Mal, dass der Erlöser sein Blut vergießt für uns bei der Beschneidung. Dort fließt Blut. Und es ist ein Blut, das für uns vergossen wird. Diese Blutstropfen, die schon deutlich machen, er kommt, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen, um das Angesicht der Erde in seinem Blut reinzuwaschen. Wenn die Apostelgeschichte uns zuruft, dass nur in diesem Namen das Heil zu finden ist, wenn die Christen früherer Zeiten schon so ganz früh gesungen haben, sodass Paulus dieses Lied aufschreibt im Philipperbrief, dass in diesem Namen sich jedes Knie beugen wird, im Himmel und auf der Erde. Jedes Knie, jedes. Das ist nicht nur ein frommer Gedanke, sondern es ist das Bezwingende dieses Namens und dessen, der dahinter steht, der in diese Welt kommt, was wir in diesen Tagen feiern, immer wieder neu feiern und auch erfahren dürfen. Er kommt und ist gekommen. Er gibt sein Blut, um meine Schuld wegzunehmen, um mich reinzuwaschen und an den jeden von uns, um die ganze Welt unter diesen Namen zu bringen, damit sie neu zu leuchten beginnt. Denn Gott ist Heil, Gott ist Rettung für alle.